Wir sind die Klasse BKFHW von der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach und wir drehen jetzt ein kurzes Interview mit Dr. Hildenbrand von der IHK Mosbach. Mosbach und Bochum gehören zu Platz 1 und Platz 6 der Kaufkraftstudie. Das Geld fließt quasi in diese Städte. Warum ist das denn so? Naja, wenn Sie auf den Pendlersaldo beispielsweise gucken, das heißt auf die Menschen, die morgens wegfahren, um zur Arbeit zu fahren, und die Menschen, die also hereinfahren nach Mosbach, um hier zu arbeiten in der Umgebung, dann haben wir in Mosbach einen positiven Pendlersaldo. Gerade die Innenstadt, die lebt auch von den Märkten und Festen beispielsweise, wo sehr viele Menschen nach Mosbach kommen. Wie schätzen Sie die Ergebnisse von Walldürn, Osterburgen oder Adelsheim ein? Warum schneiden diese im Vergleich so schlecht ab? Die anderen Städte haben es schwerer als Mosbach. Die haben nämlich keinen positiven Pendlersaldo. Das andere ist, dass deren Innenstädte schon jetzt zunehmend von Leerstand geprägt sind. Wie locken Sie unsere Generation Z, YouTube, Twitter, Instagram in den Neckar-Odenwald-Kreis? Also wenn Sie sagen, wie könnte man sich das vorstellen, dass in Zukunft in der Innenstadt Waren verkauft werden, ja, dann kommt dieser digitale Kanal dazu. Man spricht auch von einem regionalen Online-Marktplatz mit Shopping-Funktion. Sie können also vorher, ne, wenn Sie daher fahren, überlegen, wo ist der nächste Parkplatz. Sie haben von zu Hause vielleicht schon die Waren hinterlegt in den Shops, in die Sie gehen wollen. Sie haben vielleicht auch schon einen Tisch bestellt, wo Sie am Mittag mal essen wollen, haben dann das Kino noch mit dazu gebucht am Abend oder den örtlichen Poetry Slam, wo Sie noch auftreten wollen mit Ihrer neuen Jacke. Kann sich der Neckar-Odenwald-Kreis etwas bei den Oberzentren Mannheim und Heidelberg Ihrer Meinung nach abschauen? Wenn Sie an den zunehmenden Onlinehandel denken, das sorgt sowohl in großen Oberzentren als auch hier im Neckar-Odenwald-Kreis für sehr viel Lieferverkehr. Und Lösungen, die angedacht werden in den Oberzentren, die laufen oft unter dem Terminus Micro-Hub. Man meint einfach, ein Pool am Rande der Stadt, poolt man diese Päckchen und nicht jeder fährt die Päckchen rein in die ganze Stadt, sondern einer nimmt die dort auf und fährt eine Runde, sodass jeder zu seinem Paket und seinem Päckchen kommt. Man könnte sich auch vorstellen, dass solche Pakete gar nicht mehr von einem dieselbetriebenen Fahrzeug geliefert werden, sondern vielleicht von einem lokal emissionsfreien, vielleicht einem Lastenfahrrad. Das wäre sicherlich eine Idee, wo es sich ein bisschen anbietet, drüber nachzudenken. Herr Haug.